Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Er ist Jo und hat an der Backe ein Brot. Aber es ist lustig. Das ist ein TikToker, der heißt Jo. Der backt immer. Ach Und in so. jedem Video, bevor es beginnt, oder erklärt, was er macht, und dann: Ich bin Jo und ich backe Brot. Na dann fangen wir doch mal an. Hallo Leute, ich bin Funkimer. Ich spiele Alice. Ich mähe das Feld. Okay, dann machen wir es ein bisschen kräftiger, ja, dass es auch Aussage hat. In der Ending. Und die Zockheit. Hoffentlich. Bald gleich. Wieso? Klar. Es erinnert mich an diese polnische Bekannte, die ich da mal gehabt habe, die alles kommentiert hat. Ich nehme mir ein Brot. Ich mache das. Echt? Wirklich. Ich backe mein Brot aus. Ich esse jetzt das Brot. Oder? Ja? Lass mich mitlachen. Ach, Scheiße. Oder? LS ist nichts für schwache Nerven. Hab's jetzt geschickt. Warum, oder? Gleich mit der Fresse aufs Lenkrad. Was tust? Gleich mit der Fresse aufs Lenkrad beim Drescher fahren. Genau. Wo haben sie die Woche Nase? Ich hab Weizen gedroschen. Ich glaube eher, der Weizen hat sie gedroschen. Ja, da tut sie nichts. Synchronisiert Daten mit anderen Spielern. Jetzt. Danke. Impfen muss man. Da kehren wirklich die Baumzumpfis raus aus dem Feld. Die Baumzumpfis. Ach Gott. So, da sind wir gestern stehen geblieben, wortwörtlich. Da werden wir heute weitermachen. Hey, und ich werde bald nicht mehr weitermachen. Oder soll ich durchmähen, auch wenn Schnee kommt? Nicht mähen. Dreschen. Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Was, wann schneizen? Habe ich nicht geschaut, ich habe nur die Ach so, Anzeige. die Ansage. Die Heute wird es Ansage. schneien. Wo? Hätte ich gewusst, dass es einen Schnee auch gibt. Wäre ich schon früher da gewesen. Ja. Zuerst haben wir uns in Gras versucht, jetzt sind Pilze. Entschuldigung. Was dann? Siehst du, das hat nicht einmal der Alex gehört. Das gerübst habe ich, wie es ein Bauer so tut. Ach, du bist der, also du und Drescher bist der dann, also. Nee, wirklich. Das Flying Power muss raus, Alter. Flying Power. Flying Power, ja. Der Flying Power. Alter. Auf der Länge habe ich jetzt, glaube ich, fünfmal Das ist Punkte die mit ihm. Waldrichtung.
Muss er da irgendwo sein, oder? Ja. Und die Barmer da sind angeschissen auf der Grenze. Aber die Ballenpresse funktioniert gut. Alter Vater. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. Aber wegen dem Baumanhänger musst du wirklich überlegen. Da ist ja Blödsinn. Ach doch jetzt. Da hat er keinen Kran, ist mir aufgefallen. Wir haben einen starken Bauer. Ja gut, aber da muss ich jedes einzelne aufklappen. Das ja. Da kann ich gleich den Ballenwagen nehmen. Stimmt. Also jetzt doch nicht. Nein. Hoffe ich den dann mit Kran kostet genau dasselbe. Ah ja. Das heißt, holen wir uns da jetzt nichts dabei oder willst du den Traktor stattdessen holen oder? Welchen Traktor? Ich dachte, wir holen uns. So, haben wir schon, gell? Nein, haben wir noch nicht, oder? Die Baumfräse. Oder haben wir die jetzt schon? Welche Baumfräse? Ja, dass wir die Baumstümpfe wegmachen. Ich glaube, die hast du schon gekauft, oder? Habe ich die jetzt schon gekauft? Ich Trottel. Ja. Ich habe vergessen, dass wir Feldvernichtung haben. Upsi. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon gekauft habe. Ja, habe ich schon. Okay, unser Anhänger ist jetzt voll, gell? Juppie! Das heißt, jetzt fahre ich dann immer mit dem Drescher dorthin oder soll man einen Teil verkaufen? Oder du verkaufst einen Teil. Ich dachte, wie viel halt noch dort ist. Das ist jetzt besser zum Einschätzen. Bitte? Muss das jetzt besser zum Einschätzen? Ich schätze ein bisschen weniger als ein Drittel noch. Schauen wir jetzt, wie viel eine Länge rauf ist, bewusst einmal. 6% habe ich jetzt noch drinnen. Aber die Idee von dieser dann Solo-Duo-Challenge gefällt mir. Ja, mir auch. Es wäre geil, wenn wir wirklich so mit Oldtimer starten könnten. Das heißt, wenn es auch Oldtimer-Drescher geben wird.
Das war richtig cool. Ja? Ich bin schnell reingefahren und wollte Schneidwerk senken, aber war ich zu langsam und hat da doch wieder ein bisschen was vernichtet. Aber ich habe abbremsen können. Alter. Stop and go. Fuck, Alter. Stempelte. Alter. Das ist Zach. Raumschiffe. Positiv, nur einmal. Das stimmt. Also einmal hin und her sind ca. 50% Ladung. Eine Ladung ist ein bisschen über 6000 Liter Getreide. Sechs bis acht Mal. 6 bis 8 Bahnen habe ich, das heißt, das sind einige Liter noch. Das heißt, da können wir ein bisschen was verkaufen, schätze, ehrlich gesagt. Aber ja, ich würde irgendwann sogar vorschlagen, dass wir uns einen zweiten Anhänger holen. Dass wir einen wirklich haben für die Hühner. Und irgendwann brauchen wir dann mehr Anhänger. Ja.
Von der Seite kommt der Drescher nicht einmal gescheit hoch. Über die eine Kante. Okay, jetzt fangt es zum Schneiden an. Muss man Schnee gleich aufhören? Da ist. Ich weiß ich nicht. Ich meine, ich kann weiter tun, bis er mir schreibt, dass der Ertrag weniger wird. Da würde ich ja, oder? Ja, probier's, muss ich mal entleeren. Ich hab mir's instant hin. Okay. Na dann. Plan B. Oh, sehr, sehr schön. Da geht richtig was weiter wieder. Jetzt haben wir wieder kein Wasser.
Sage ich auch. Ich hätte es auch geschissen gefahren da drüben. Wieso? Wollten wir nicht. Lass mal. Geht's dahin, Alter? Wow. Bist du, dass die Ansicht ist, dass die ganzen Baumstümpfe steppert, Alter? Wow. Jetzt legt die Maschine auch auf. Allein und um 14 Uhr hat es geheißen, dass es zum Schneien aufhört. Oder es wird immer stärker. Ja. Weil noch immer nicht oben haben, dass die, dass das einfliegt. Was meinst du? Naja, wenn du in der Innenansicht bist, fliegen die Schocken durch die Tür. Das hat doch direkt schon keine Fenster. Stimmt. Vielleicht hat er keine Fenster. Oder ist das bei jedem? Doch, in den Hallen so gewesen. Geht das mittlerweile. Aber der hat Fenster. Fenster dreckig. Ah ja. Oder dreckig in der Luft. Das heißt nicht, Love ist in der Air. Das ist Dreck in der Air. Nee.
Muddy Waters. Da habe ich eh letztes Video gesehen, oder? Hat einer, sondern. Ja, so ein Fan oder ein John Deere war jetzt. War von LS. Rübergemoddet in Snowrunner. Aber er hat ganz gut durchgehalten, aber nicht mitgehalten im Endeffekt. Mitgehalten inwiefern, mit PS oder? Ja, mit den anderen Maschinen dort, also den Trucks. So. Das ist auch ein Projekt, das ist für mich innerlich noch nicht abgeschlossen. Cool. Also das lebt bei mir noch. Ich weiß zwar nicht, wann wir das machen, aber das lebt noch bei mir. Ich bin gespannt, wie viel, was die Seasons hier jetzt noch dranhängen. Jetzt haben sie eigentlich eh schon ordentlich viele gemacht. Fünf oder sechs haben sie sicher schon, wenn nicht sogar mehr. Aber das Neue ist, glaube ich, nicht geplant, oder? Ich glaube, es gibt sogar schon mehr. Es sogar schon 10 jetzt gibt mittlerweile. Müssten wir Ingo fragen. Ich glaube, nämlich 6 habe ich noch mitgespielt. Ah, okay. Weiß nur, 4 war der geschieht. Weil? Was ich da, da bin ich mit nichts klarkommen. Gab's so, da gab's, das war eine richtige, wie so Antarktis, kannst du dir vorstellen. Da keine Anhaltspunkte, nichts, nur Schnee. Okay. Schneehügel. Abgründe. Da war eine Tal, also so eine Talstraße eigentlich nicht, eine Bergstraße. Mhm. Da war links der Hang, rechts der Berg. Ist ja noch okay. Mhm. Aber dann ging es auf eine Brücke zu, ohne links, rechts quasi. Ohne Geländer. Genau. Nur mehr Abgrund. Geil. Und da ist mir. Da bin ich einmal mit meinem Laster links hinten runtergerutscht. Und ich hatte gerade einen anderen Laster abgeschleppt von dort hinten. Oh fuck. Und der ist dann auch auf meinem Laster runtergerutscht und dann sind wir beide runtergerutscht. Das klingt wohl nach Zurücksetzen. Jo. Vor allem den von da unten zu bergen, das war dann. Wir haben da mit zwei Kränen, also es war jetzt nicht, es war schon tief, aber es war jetzt nicht so tief. Ingo ist mit dem Kran oben gestanden auf der Brücke. Mhm. Und ich und, also Ralf hatte den zweiten Kran, war unten. Ich habe mich von der anderen Seite durchgewühlt, weil du konntest halt nicht, du konntest nur von links und rechts quasi zufahren. Okay. Jo, Wolf, fahrt ihr so auf, kannst du schneien? Es hat aufgehört zum Schneien. Ist das Schimmelfeld schon fertig? Nein. Na, Alter, was hast du bis jetzt gemacht? Alter? Ne, Flocken zählt oder was? Alter, ich hab dabei den Stroh gemacht. Ganz geschneidert. Da, ja, ist schon fertig. Ich bin jetzt schon fast gleich auf von dem, was ich gemäht habe, habe ich schon Stroh alles gemacht. Klar, wird presst. Stammt da vielleicht zuerst die andere Presse drüben und mach wieder ein paar normale Gasballen. Habe ich schon. Ah, hast du schon.
Aber du hast recht, Stroh fährt er schneller, als wenn du Gras machst für die Bälle. Ja gut, das hat dann ja nichts damit zu tun, ob Stroh oder Gras ist. Nicht? Mann, es kommt darauf an, wie viel dort liegt. Also, weißt du, dass du schon Gras presst? Habe ich gestern noch ausprobiert. Weil, was ist dein Drescher jetzt? 7 Meter hat jetzt mein E-Werk. Schneidwerk hat 6 Meter. Das ist 1 Meter mehr. Ich glaube, wenn du da was eher einen 13, 14 Meter Drescher fährst, wird es wahrscheinlich genauso schnell, wenn nicht sogar langsamer sein. Ich meine, wenn du willst, könntest du auch da wieder wegmulchen oder so, oder was weiß ich. Gut, presst, warte. Okay. Aber das Mulchen hätte ich lieber dir überlassen. Na, lauernd. Ich das mal. Ihm stören's, ich muss machen. Na gut, probier ich halt. Gut, brauchst du nur hinfahren, mulchen, wieder wegfahren. Gut, ich kann ja eigentlich nichts zerstören, weil das fällt dann eh schon ab. Sehe ich schon weg, ja.